Green New Deal. Das heißt nicht nur grüne Transformation der Wirtschaft, sondern auch gesellschaftlicher Wandel hin zu einem sozial-ökologisch nachhaltigen Gesellschaftsvertrag. In der Auftaktdebatte Bio, Öko und Fair oder lieber billig diskutierten die Referenten, welchen Einfluss Verbraucherinnen und Verbraucher über ihr Konsumverhalten und ihren Lebensstil haben und welchen Beitrag Politik und Wirtschaft zum Green New Deal leisten können. Peter Lischke, Bernd Hinzmann, Eva Bell und Michael Walter widmeten sich zunächst dem Teufelskreis billiger Produkte. Der Teufelskreis klingt ja so, als wenn das etwas Unumstößliches ist. Bei Bekleidung ist ganz offensichtlich, dass es bestimmte Wirtschaftskreisläufe sind, die genutzt werden, die bestimmte Rahmenbedingungen, sagen wir mal, globaler Wettbewerb haben, aber die vor allem auch zwei Dinge unberücksichtigt lassen. Und deswegen ist das eine Spirale unter anderem nach unten, nämlich Umwelt als auch der Mensch, der die Sachen herstellt, steht nicht im Mittelpunkt des wirtschaftlichen Interesses. Der Preis ist gar nicht mehr das Kriterium, auf das man achten sollte, sondern man sollte eigentlich besser auf Qualitäten achten. Also wie sind die Lebensmittel produziert worden, wie sind die hygienischen Bedingungen, und wenn man das zur Grundlage nimmt, dann kommen ganz andere Entscheidungen zustande und dann hat man auch die Chance, den Teufelskreislauf zu durchbrechen. Doch wie kann der Verbraucher erkennen, welche Produkte ökologisch nachhaltig und fair produziert wurden? Angesichts der Siegelflut fällt es schwer, den Überblick zu behalten. Ich denke, wir kommen in der Diskussion nicht weiter, wenn wir sagen, es ist überkomplex, weil dann sind die Verbraucher damit völlig alleingelassen. Dann haben die zwar die Informationen, können die aber nicht umsetzen. Wir müssen ja von der Information zum, und das Bewusstsein ist da, wir müssen ja dann zum Handeln kommen. Und dafür müssen wir Instrumente anbieten. Und die Kaufentscheidung wird eben am Regal getroffen und das muss ich erkennen können, was dahinter steckt. Mündiger Verbraucher heißt natürlich, dass es ein gut informierter Verbraucher, der selbstbewusst, gut informiert, freie Entscheidungen trifft und auf Augenhöhe mit den anderen Marktakteuren, also mit den Unternehmen agiert. Da müssen wir natürlich hinkommen. Es gibt auch eine ganze Reihe Siegel. Manche sind auch keine richtigen Siegel, sondern sind sozusagen eher ein Label, was draufgesetzt wird, im Textil, im ökologischen Standardsbereich. Das ist so eine Flut, da kann der Verbraucher eigentlich gar nicht mehr durchsehen. So gesehen ist es sinnvoll, dass es da eine Vereinheitlichung kommt. Und ich glaube auch, dass mit dem Bio-Siegel zum Teil da auch was wirklich Positives passiert ist, im Sinne der Erkennbarkeit und auch in dem Sinn, dass dadurch Bio-Lebensmittel einen Push bekommen haben. Hinter dem Bio-Siegel steckt eine EU-Verordnung, die halt auch das Ganze nochmal rechtlich absichert. Da sind wir also schon recht weit. In fast allen anderen Bereichen sind wir noch im Diskussionsstadium. Man muss ja auch sehen, wie die Siegel vergeben werden. Ne? Es sind sozusagen Standards, die angewendet werden. Da müsste man jetzt bei diesen einzelnen Siegeln, auch beim Bio-Bereich und im Textilbereich, kann man es noch krasser finden, die Standards erstmal sehen und sich dahinter informieren, für was steht dieses Siegel. Und da gibt es große Unterschiede. Es muss auch mindestens europaweit akzeptabel sein, solche Siegel, weil mittlerweile die großen Unternehmen eben europaweit agieren. Es gibt beispielsweise ja auch von der EU, weil das ja erst auch die Rede war, neben dem, dass die EU in dem Siegelbereich aktiv war, auch genau da Aktivitäten, dass Unternehmen mehr Transparenz über ihre Wertschöpfung geben müssen. Gerade wenn es um New Deal geht, New Green Deal, geht es darum, Dinge grundsätzlich zu verändern. Und da ist die ganze CSR-Diskussion, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr gefragt. Und wir werden es nicht nur mit einem europäischen Siegel regeln. Ich gebe zu, dass wir da noch am Anfang der Diskussion stehen bei Kleidung. Aber wir haben auch das Bio-Siegel nicht innerhalb eines Tages erstellt, sondern dem vorangegangen sind auch 20 Jahre lange Debatten um Standards. Wie soll man das produzieren? Und da sind auch politische Verständigungsprozesse da gewesen, dass man dann irgendwann gesagt hat, okay, wir können nicht jedes Kriterium nehmen, aber das ist ein vernünftiger Standard und das legen wir jetzt zugrunde und das haben wir eben auch mit allen relevanten Gruppen dann verhandelt. Natürlich ist das ein Prozess und es geht nicht von heute auf morgen, zum Beispiel schon gar nicht in so einer globalen Wertschöpfungskette wie Bekleidung, wo Baumwolle am Anfang steht und ganz am Ende vielleicht die Konfektion und hier der Ladentisch, das ist klar. Aber es gibt ja internationale Standards. Ich rede jetzt erstmal nur von den Sozialstandards. Es gibt internationale Standards, die verpflichtend sind, die in der internationalen Arbeitsorganisation festgeschrieben wurden. Da ist Kinderarbeit nur ein Punkt. Wenn Unternehmen vom Grundsatz her mehr genötigt sind, uns als Konsumenten Auskunft zu geben, wie sie ihre Sachen herstellen,
in diesen Kernbereichen. Ob sie die einhalten oder nicht, was sie gedenken zu tun, um die zu verbessern. Dann haben wir als Kunden und als Zivilgesellschaft und auch, glaube ich, als Politik dann wieder mehr Einfluss darauf, diese Rahmenbedingungen grundsätzlicher zu verändern. Das ist also ein wirklich langwieriger Prozess, wo wir gerade erst am Anfang stehen, dass tatsächlich die Verbraucherin sich stärker für tatsächliche Preisvergleiche, für Wertvergleiche, für Nachhaltigkeit interessieren. Werbekampagnen wie Geiz ist geil sind nicht mehr zeitgemäß. Offenbar findet ein Umdenken in der Gesellschaft statt. Doch welche Macht hat der Verbraucher tatsächlich? Also ich glaube, die Macht der Verbraucher hat sich in diesem Jahr bei der Einführung von E10 gezeigt. Da, ob das jetzt wirklich etwas mit Nachhaltigkeit oder eher mit mangelnder Information zu tun hatte, das weiß ich nicht so ganz genau, aber hier ist natürlich schon irgendwo versucht worden, den Verbraucherinnen etwas aufzudrücken, ohne sie vorher zu informieren. Und da haben sie gezeigt, mit uns nicht. Also Sie sehen, wir haben viel Diskussion angestoßen. Ich habe heute zumindest viel gelernt. Das Thema Standard definieren und setzen ist ziemlich hoch. Das Thema Wissen vermitteln war ein großes Thema, wo wir rauf müssen. Beratung anbieten und Transparenz schaffen.